Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Folge von Deponia. Wir haben gerade zuletzt erst unser Mainbike repariert und ich würde sagen, wir steigen auch gleich mal ein. Dann wollen wir gucken, mal. Ob wir los können. Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Und ab geht's. Yippie-yay! Ein Heben! Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Ja, wir können wieder losfahren, absteigen. Mal gucken. Schalter. Ja gut, also ich würde mal sagen, wir benutzen den Schalter. Der war ja vorher nicht da. Und wir sind weg. Ich wusste, dass das passiert. Natürlich. Kontrolltafel. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Ja, ich würde auch sagen, dass das ein Nudelrezept ist. Was denn sonst? Abgeschlossen. Haben wir... Achso, nee, wir brauchen noch den Schlüssel von dem Skelett. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Ja gut, das ist natürlich nicht so gut. Wir könnten nochmal losfahren. Können wir denn hier auch... Ja, zur Tunnelpassage. Yay, wir sind oben. Knopf. Ha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Ja, okay, wir haben schon mal eine Abkürzung freigeschaltet. Das ist ja schon praktisch, würde ich sagen. Und was macht der Hebel? Hallo? Oha. Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten. Ja, das wäre jetzt interessant, ob das mit unserer Signallampe, die wir ausgetauscht haben, zusammenhängt. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich würde eigentlich zurück zu dem Mainbike. Also hier brauchen wir noch den Schlüssel. Können wir denn noch eine Runde fahren? Das hier scheint... Von hier aus kann ich die Weichen für unsere Fahrt durch die Minen stellen. Sorry? Das hier scheint eine Rangierstation zu sein. Von hier aus kann ich die Weichen für unsere Fahrt durch die Minen stellen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal wieder los. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, wir brauchen den Hebel. Dann steigen wir jetzt mal ab. Keine Ahnung. Ja. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar. Mein Interesse. Nee, ein Hebel. Das wäre natürlich ganz praktisch. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Hier war ja die rote Lampe drin und die sollte ja jetzt eigentlich rot leuchten. Aber wir können die weiße reinpacken. Haben wir da Junge, ein Licht? Junge, ist das dunkel. Nein. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören. Au, oh, hier ist eine Wand. Ganz eindeutig. Ah, Licht, endlich. Hä? Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Blöd, dass der Scheinwerfer nicht um die Ecke leuchtet. Ja, genau das dachte ich mir nämlich jetzt. Also natürlich nicht um die Ecke leuchten, sondern ob wir vielleicht Licht haben. Aber wir hätten doch einen Spiegel, aber der ist dreckig. Können wir denn mit dem Fuß von dem Skelett den Schlüssel runter? Nein, passt nicht. Und wieder bin ich dem Geheimnis des seltsamen Schlüssels einen Schritt näher gekommen. Oh mein Gott, der Schlüssel hängt ja viel tiefer jetzt. Was ist passiert? Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Ja gut. Ja, jetzt könnten wir wieder zurückgehen. Jetzt hätten wir ja einen Schlüssel. Versuchen wir mal, hier den Schlüssel zu benutzen, würde ich sagen.
Oh, sehr gut. Achtkantschlüssel. Das nenne ich ja mal passend. Was haben wir eingesammelt? Einen Lappen. Ein dreckiger alter Lappen. Jeder ernstzunehmende Tüftler hat so einen. Ja, unbedingt. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, was ist das, mein Bike? Aber nee, das steht ja unten. Hallo? Nach unten. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier hin. Können wir das hier putzen? Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Ja, der Lappen ist kaputt. So funktionieren Lappen. Nee, aber wir mussten ja auch hier, da wir den seine Flasche ja infiziert haben sozusagen, müssen wir den ja putzen. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. Ja, okay. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Ja, ich dachte, das ist Doc, Schrotthändler Bast Schnacker. Okay, ich dachte vielleicht... Man sollte nie betrunken mein Bike fahren. Wegen des Tunnelblicks und so. Ich dachte, andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Ich dachte, dadurch, dass wir das geputzt haben, sagt er vielleicht nochmal irgendwas. Aber anscheinend will der gar nicht mit uns interagieren. Was haben wir jetzt hier? Nichts. Hä? Eine Sicherung. Oh. Okay. Müssen wir irgendwie einen so ein Teil hier reinstellen? Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Ah, war ja alles... Hallo? Können wir das wieder nehmen? Okay. Dann doch nicht. Weil alles ist ja auf Stopp, okay, aber das ist ja jetzt auf Go. Ja, wir wollten den Spiegel putzen. Hallo, kommst du öfter hierher? Ja, ein polierter Spiegel. Hey du, halt mal den Spiegel. Na, so wird das aber nichts. Du musst mir schon etwas entgegenkommen, fauler Sack. Hä? Ja, aber ich kann ja den Stromumkehrer nicht mehr nehmen. Haben wir das kaputt gemacht? Oh, bitte nicht. Können wir das wieder rausnehmen, bitte? Hallo? Achso, wir könnten den Schalter wieder umstellen, dann müsste es ja von selber wieder. Aber das finde ich aber, wenn das jetzt geht, finde ich das echt ein bisschen blöd gelöst. Weil wir hätten doch jetzt einfach den Stromumkehrer nochmal rausnehmen können. Jetzt geben wir das drauf. Nicht fallen lassen, okay? Oh, der Spiegel ist ein bisschen größer als erwartet. Jetzt stellen wir wieder alles auf Stopp. Gehen nochmal dorthin. Oh Gott. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Hä? Ha, das grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch. Rufus ist echt ein Vollidiot. Ja, wir haben den Hebel. Können wir denn? Hey, da ist ja noch was drin. Mm. Die ist ja praktisch noch halb voll. Doch nur ein Käfer. So. Hey, die ist okay. Ja. Doch nur. Zurück. Achso, in beide Richtungen geht's zurück. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, bringen wir erstmal den Hebel hier an. Was genau bringt uns das? Ah, jetzt können wir mit dem Minebike rüberfahren. Das ist ja perfekt.
Hier brauchen wir nochmal diesen Achtkant. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Ja, dann los, Rufus. Und egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Ah, jetzt. Die ist im Eimer. Weg damit. Ja, hier ist die defekte Sicherung. Dann packen wir gleich mal die richtige Sicherung rein. Ein Bauteil, das nur dafür da ist, kaputt zu gehen. Puh, als bräuchte man dafür ein extra Bauteil. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Mist. Oh mein Gott. Verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Oh, am besten frage ich ihn mal. Okay. Rufus ist nicht dazu geeignet. Man soll keine Sachen, wenn man... Ja, das hatten wir schon. Können wir denn hier irgendwas noch machen? Oben Trichter. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt. Ja. Aber ich glaube, das war's. Ich finde diese Buchstaben hier im Hintergrund irgendwie ein bisschen seltsam, aber hier gut. Okay, dann gehen wir mal zu Doc und fragen, was abgeht. Hallo. Hm? Hallo. Was? Oh, hallo. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Ja. Ich bin zu unruhig, meine Freundin ist zu schwer, mein Freund hat ein defektes Hirnblatt. Ja, ich würde mal sagen, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Okay. Lass ihn einfach auf dich wirken. Lass ihn einfach auf dich wirken. Lass ihn einfach auf dich wirken. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Ach so. Gut so. Oh mein Gott. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Können wir das nochmal machen? Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. Also, ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit.